Ich habe dann geschaut, ob vielleicht für uns Wohngeld in Frage kommt oder Kinderzuschlag oder welche andere Möglichkeiten es gibt. Und das war doch eigentlich ziemlich frustrierend festzustellen, dass wir da anscheinend durch ein Raster fallen und dass es für uns, um unser Auskommen hier zu sichern, keine Unterstützung in der Form, wie wir sie benötigt hätten, gibt. Wir sind ja bislang wirklich noch nie auf Unterstützung angewiesen gewesen. Und es war für mich eine, jetzt sage ich mal mit Abstand, fast eine interessante Erfahrung. Und ich habe großen Respekt auch vor den Menschen, die darauf angewiesen sind. Man fühlt sich tatsächlich als Bittsteller und es geht an die eigene Würde.